Hallo, 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 hier ist wieder Schoki Banoki mit Daily, deiner Tagesdosis Angeberwissen. Wir haben heute hier den Till im Studio und ich bin der Sashi. Till ist von Till und sein Vlog. Ja. Sag mal hallo. Hi. Nee, hallo sozusagen. Ist ja auch egal. Jedenfalls haben wir heute den 2. August, sei nicht so, haben wir den 2. August. Und am 2. August hat Geburtstag Jussi Adler Olsen. Oh. Kennst du Jussi Adler Olsen? Ja. Ja. Hast du schon mal was gelesen von Jussi Adler Olsen? Ja. Was denn? Hier die Bücher, wie hießen sie? Erbarmung? Nee. Erbarmen, Schändung, ja. Verachtung, genau, Erwartung. Die drei. Die fand ich sehr lustig mit diesem Ermittlerteam. Ja. Was ist denn da lustig? Mir hat das Ermittlerteam gefallen. Ach so, okay. Ja, also du fandst die Bücher gut. Ja. Hast du auch gerne gelesen? Ich habe sie gerne gelesen. Jussi Adler, du bist also Fan von Jussi Adler Olsen. Der ist 1950 geboren. Ist man Fan, wenn man drei Bücher gut fand? Ja, also sonst würdest du nach dem ersten aufhören. Naja, gut. Also sagen wir es mal so, ich habe ihn jetzt auf Facebook nicht als gefällt mir markiert. Muss man ja auch nicht. Mhm. Ja. Der ist 1950 geboren am 2. August. Und am 2. August ist aber auch noch was passiert. Ja, 1934 nämlich. Nach dem Tod des Reichspräsidenten Hindenburg wird das Amt des Reichspräsidenten mit dem des Reichskanzlers vereinigt. Aha. Die Wehrmacht wird auf den Führer und Reichskanzler Adolf Hitler vereinigt. Das war wann? Das war 34. 1934. Ja. Okay, das war am 2. August 1934. Merken da draußen, wir haben was gelernt. Ja. Und am 2. August ist auch immer Folgendes, es sind noch 151 Tage bis zum Schluss. Bis zum Ende des Jahres. Ach so. Ja, 151 Tage gibt es noch und dann ist wieder frohes neues Jahr. Yay! Aber es ist ja noch ein bisschen Zeit. Okay. Ja. Aber am 2. August ist auch was geschehen. Ja, 1967. 1967. Das ist wieder quasi ein Ereignis. Ich fiebere es seit Wochen herbei, dass ich das jetzt hier sagen kann. Der türkische Sportverein Trabzonspor wird gegründet. Ja, ist doch cool. Ist geil. Was gibt es für türkische Sportvereine in Istanbul? Trabzonspor? Fenerbahce, ja? Und Galatasaray. Möglich. Hast keine Ahnung, oder was? Nein. Okay, macht ja nichts. Ist ja in Ordnung. Das war der 2. Aber, August. Ja, jetzt weißt du ja mehr. Das war der 2. August, genau. Und das nächste Mal ist der 3. bist August. Du ein bisschen begeisterter, was so Fußball angeht, okay? Ich gebe mir Mühe. Ja. Morgen sehen wir uns wieder, 3. August. Cheerio, Miss Sophie.